Sachsen ist Schlösserland und wir besuchen heute zwei besondere Schlösser im Freistaat. Zunächst geht es auf Schloss Rochsburg, gelegen auf einem Felssporn im Zwickauer Muldetal. Die Sonderausstellung von Cranach bis Karl Lagerfeld zeigt Schätze aus der Sammlung August Ohm. Danach geht es weiter nach Schwarzenberg im Erzgebirge. Ein Schloss voller Geschichte wartet auf uns. Außerdem besuchen wir den Bahnhof Nummer 4, in dem wir im Depot verborgene Schätze entdecken können. Ich begrüße Sie heute auf der Rochsburg und hier hat ganz aktuell eine neue Ausstellung eröffnet, die Sammlung August Ohm. An meiner Seite ist Dr. Andreas Quermann. Herr Quermann, wie ist denn diese Sammlung hier auf Schloss Rochsburg gekommen? Ja, wir haben über eine Vermittlung den Sammler August Ohm, den Hamburger Sammler und Stiftungsgründer August Ohm kennengelernt, der eine umfassende kulturgeschichtliche, kunstgeschichtliche und modegeschichtliche Sammlung zusammengetragen hat über alle Genres, die es gibt, Malerei, Skulptur, Plastik, Möbel, Mode, Grafik und Literatur, Bücher, über alle europäischen kunst- und kulturgeschichtlichen Epochen hinweg. Also genau das, was wir hier auf Schloss Rochsburg ohnehin präsentieren in der Lokalgeschichte. Und das passt wunderbar als Ergänzung, um den europäischen Rang auch hier bei uns in Mittelsachsen präsentieren zu können, durch ausgewählte Kunstwerke aus dieser Sammlung, die wir hier jetzt in einer Highlight-Ausstellung, also die von Herrn Ohm, dem Sammler selbst, vorgeschlagenen Glanzstücken vorstellen können, mit Blick auf die Zukunft. Wir wollen mit dieser Sammlung über viele Jahre arbeiten und im Ziel eine Dauerausstellung entwickeln, wo über viele Jahre, über längere Jahre nach unserer Grundsanierung eine Dauerausstellung erstellt werden soll, die vieles vermitteln kann, was hier vor Ort gelebt wurde, in Highlights, in wunderbaren Einzelobjekten. Und August Ohm ist selbst Künstler und stammt aus einer Künstlerfamilie. Auch das ist hier in der Ausstellung zu sehen. Damit beginnt sie. Ja, die Ausstellung geht von der Gegenwart, also von der jüngeren Vergangenheit der 90er Jahre zurück in die Vergangenheit, bis zum Mittelalter und beginnt mit einem Werk von August Ohm selbst, der ja Maler ist, Hell und Dunkel aus den 90er Jahren. Und auf der anderen Seite hängt ein etwas älteres Werk aus den 50er Jahren von seinem Vater. Wilhelm Ohm war auch Maler und hat seinen Sohn schon als Kind in Ausstellungen mitgenommen und daher hat der Maler und Sammler August Ohm seine vielseitige Bildung und seine Begeisterung für Kunst, Kultur und Mode schon von Kindesbeinen an entwickelt, die er in seiner Sammlung nun pflegt. In der Mitte des Raums, im Zentrum, finden wir hier spannende Kostüme, spannende Mode. Was hat es damit auf sich? Die Sammlung Ohm umfasst alle Genres, Malerei, Grafik, Skulptur, Plastik und so weiter. Aber vor allen Dingen dreht sich vieles um Mode. August Ohm sammelt über die verschiedenen Jahrzehnte und Jahrhunderte Originalmode, die selten erhalten ist, sodass er eine Sammlung von Mode aufgebaut hat, die in Europa mit zu den größten Sammlungen gehört. Sie umfasst Einzelstücke von bedeutenden Designern, einzelne Stücke der Vintage-Mode und aber auch selten erhaltene Stücke aus der weiteren Vergangenheit, die kaum sich erhalten haben, weil Kleidung natürlich getragen und aufgetragen wurde, später vielleicht auch zerschnitten wurde und umgewandelt wurde in andere Produkte. Und so hat Herr Ohm Einzelstücke erwerben können über viele Jahrzehnte, die es vielleicht nur ein einziges Mal gibt. Und deswegen ganz besonders wertvoll und auch selten sind. Und auch bei der Malerei ist ja einiges zu entdecken. Ich habe mich schon mal umgeschaut. Ich habe einen Botticelli gesehen, einen Cranach, also ganz hochwertige Kunstwerke bei Ihnen. Ja, genau. Herr Ohm hat immer ganz gezielt bestimmte Einzelobjekte erworben und
in seine Sammlung aufgenommen. Er hat nicht in die Breite gesammelt, so viel wie möglich, sondern immer nur absolute Spitzenwerke oder Werke, die ein ganz besonderes Interesse bei ihm geweckt haben oder Einzelwerke, die eine ganz besondere Ausstrahlung vermitteln können. Und so sind hier in der Ausstellung allein zwei Werke von Lukas Cranach dem Älteren zu sehen, ein Botticelli, weitere Kunstwerke aus der italienischen Renaissance bis hin zum Mittelalter, Glasmalerei unter anderem auch. Okay, lassen Sie uns noch mal einen Blick in den anderen Raum werfen. Auch Möbel gehören zu der Sammlung. Vor welchem Exponat stehen wir hier? Das ist ein Kunstkammer-Kabinettschrank aus der Hochrenaissance Italien und steht symbolisch für den Sammler August Ohm, denn er steht in einer langen, jahrhundertealten Tradition, Kunst umfassend zu sammeln in allen Genres. Und das symbolisiert dieser Schrank, der sozusagen allumfassend Dinge beinhaltet, so wie die Sammlung Ohm heute Dinge aus allen Epochen und Genres umfasst. Okay, und vielleicht kommt auch in den nächsten Jahren noch mehr dazu. Dr. Quermann, vielen Dank für diesen Einblick. Ja, die Ausstellung hier auf Schloss Rochsburg können Sie bis Ende Oktober sehen. Also kommen Sie vorbei, liebe Zuschauer. Uns hat es viel Spaß gemacht. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Entdeckungsreise nach Schwarzenberg und wir starten auf dem Schloss, dem Perla Castrum. An meiner Seite ist Nicole Banitzke. Ja, Frau Banitzke, welche Geschichte hat denn das Schloss, auf dem wir uns befinden? Ja, um 1100 wurde es errichtet, also 12. Jahrhundert, wurde ursprünglich eigentlich als Schutzbeug errichtet, zum Schutz der Handelsstraße Richtung Böhmen und nach natürlich immer weiter umgebaut. Es war mal ein Jagdschloss, Sitz vom Amts- und Verwaltungsgericht und ja, jetzt sind wir hier im Museum nach so vielen Jahren und wir freuen uns. Und hier haben Sie jetzt Ihre Schätze versammelt. Wir können ja mal so einen kleinen Rundgang durch das Gebäude gedanklich unternehmen. Unten geht's los mit wirklich den Schätzen der Region. Genau, also unsere Ausstellung erstreckt sich ja über 3 Etagen, 700 Quadratmeter insgesamt. Und ganz unten haben wir unsere Schätze präsentiert, schon mal als kleinen Einstieg in unsere Sammlung. Weiter oben dann das Handwerk der Region. Und in der letzten Etage dann die Stadtgeschichte mit ganz besonderen geschichtlichen Ereignissen nochmal herausgepickt, wie die unbesetzte Zeit hier in Schwarzenberg und natürlich nicht zu vergessen der Turm mit seinem Verlies und einem wunderschönen Überblick über die Altstadt. Der Bergbau spielt natürlich eine ganz große Rolle hier bei Ihnen auf dem Schloss in der Region. Was ist da zu sehen? Was ist da in der Ausstellung vereint? Ja, wir haben natürlich einmal, wie gesagt, dieses Handwerk, wo dann auch spezielle Werkzeuge gezeigt werden. Wir haben auch ein Bergbauzimmer, da kann man zum Beispiel das Steigerlied anhören, was ja auch typisch für diese Region ist und nochmal verschiedene Werkzeuge zeigt. Und natürlich auch in der Ausstellung wird das Thema immer wieder einzeln aufgegriffen. Was viele Leute auch mit Schwarzenberg verbinden, ist die Waschmaschine. Auch das wird hier in der Ausstellung gezeigt. Genau, das ist richtig. Wir haben hier natürlich eine richtige Waschmaschinenproduktionsstätte. Ganz viele Modelle wie unsere Tonne wird zum Beispiel gezeigt und unten im Depot dann natürlich noch viel mehr aus der Sammlung. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Sie haben vorhin schon die unbesetzte Zeit angesprochen, eine ganz wichtige geschichtliche Episode. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen unser Wissen auffrischen. Ja, ich versuche es. Also ganz nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Schwarzenberg durch bis jetzt noch nicht ganz wissenschaftlich erklärten Gründen nicht besetzt durch die Alliierten. Das heißt, die Leute waren hier in diesem Bezirk auf sich allein gestellt, mussten sich natürlich organisieren und da wurden natürlich verschiedene Gruppierungen gegründet. Es wurde versucht, Lebensmittel heranzuschaffen und so weiter, bis dann natürlich letztendlich, sag ich mal, die Russen kamen und dann hier das Gebiet letztendlich dann besetzt hatten. Ja, also spannende historische Einblicke hier auf der Burg in Schwarzenberg und wir sehen uns gleich wieder im Schaudepot.
Wir sind jetzt im Bahnhof Nummer 4, dem Depot in Schwarzenberg, angekommen. Und jetzt befinden wir uns gerade im Schaudepot. Was können die Besucher hier sehen? Ja, hier unten im Erdgeschoss, im Schauteil, wird natürlich die alte Bahnhofsgeschichte von Schwarzenberg aufgegriffen. Das Gebäude war das Empfangsgebäude vom Bahnhof. Viele kennen das auch noch. Und ja, die Geschichte haben wir einfach aufgegriffen. Im hinteren Teil dann noch ein paar Waschmaschinen und Öfen präsentiert. Und wir bieten auch Führungen an durch die verschlossenen Depoträume, die der Besucher natürlich so im Alltäglichen nicht sehen kann. Und ja, auch sehr sehenswert und ein Besuch wert. Also Ihre Schätze, die lagern eine Etage weiter oben, weil in den Ausstellungen zeigt man ja wirklich nur einen geringen Teil von dem, was man an Schätzen so im Depot hat. Was liegt dort alles in Kisten und Schränken versteckt? Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich ein sehr breites Spektrum, weil wir auch viele Traditionen widerspiegeln, konzentrieren. Also wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Sammlungsschwerpunkte Zinn, Eisen und Klöppelspitze. Natürlich haben wir auch noch so ein bisschen heimatgeschichtliche Sachen oder Volkskunst. Mineralien haben wir jetzt eine große Sammlung, aufgearbeitet, frisch. Also es ist wirklich für jeden was dabei und es lohnt sich, vorbeizukommen. Was sind denn so Highlights, so ganz besondere Schätze, die Sie im Verborgenen haben? Können Sie uns da was verraten? Ah, das ist schwierig, da jetzt einzelne Stücke herauszupicken. Natürlich ist es die Sammlung im Gesamten schon allein. Wir haben eine sehr große Klöppelspitzensammlung, die schon im Gesamten sehr wertvoll ist. Einige Sachen, wie zum Beispiel unseren Trompeterautomaten, haben wir auch oben im Museum in der Dauerausstellung präsentiert. Also da kann ich jetzt wirklich kein Stück so explizit herauspicken und sagen, oh, das ist das Nonplusultra. Es ist wirklich eine sehr schöne Sammlung an sich. Also da können die Besucher dann mal zu den bestimmten Terminen vorbeikommen und mal in die Kästen und Kisten lugen. Es gibt ja noch ein weiteres Museum, den Herrenhof. Was ist denn dort ausgestellt? Genau, also es ist eine Ausstellung, die ist in der ersten Etage im Herrenhof Erlahammer zu sehen. Dort ist so ein bisschen auch der Bergbau präsent, denn der Rote Berg, der dort gleich daneben liegt, ist ja Bestandteil des UNESCO-Welterbes Montanregion Erzgebirge Großschnorri. Und ja, darauf konzentriert sich auch ein bisschen die Ausstellung, auf das Thema Abbau, Roteisen, Erz und auf die heutige Produktion auch noch, denn direkt daneben ist ja immer noch das Eisenwerk Erla, was dort seinen Unternehmensstandort hat und immer noch Autoteile aus Gusseisen herstellt und vertreibt. Ja. Also vielen Dank für diese Einblicke. Schwarzenberg lockt mit seinen verschiedenen Museen. Kommen Sie einfach mal vorbei und schauen Sie rein. Geschichte erleben, das konnten wir heute auf unserer Tour durch zwei Schlösser in Sachsen. Von der Zwickauer Mulde ging es nach Schwarzenberg ins Erzgebirge. Und es zeigte sich mal wieder, um etwas Neues zu entdecken, muss man nicht unbedingt weit reisen. Entdecken Sie also mal die Kleinode vor Ihrer Haustür.